Und weiter geht's mit Transport Fever 2 in der 42. Aufnahme. Das wird immer mehr. Was fahrt ihr durch? Ui, der Intercity 1. Also Express 1 mit 80 Leuten. Das ist, glaube ich, der Kurz, oder? Was hat der da noch für so einen Bedarf? Ja, das sieht eigentlich einigermaßen gut aus. Ein paar werden aussteigen, ein paar einsteigen. Also, das ist auch kein Problem. Jetzt, wo sind wir verblieben? Ich muss mir die Frage wieder mal stellen, weil ich weiß es nicht. Ich weiss nur noch, dass ich den grossen Bahnhof hier, den Zentralbahnhof, mittlerweile schon etwas besser angeschlossen habe, aber noch nicht perfekt. Wir haben ja jetzt hier den Interregio 1 neu, der jetzt quasi hier diesen Teil vom Bahnhof braucht. Und wo fährt jetzt der genau durch? Der geht hier von Kleinwelsbach nach Feichten, nach Donsdorf und dort weiter. Der geht nach da rauf, das ist jetzt der. Die Linie wird auch einigermaßen gut gebraucht, das ist auch schön. Was haben wir hier so für Bedarf? Der Intercity 1 ist ein bisschen gefragt. Aber dort hier Verstärkungswagen drin zu tun, macht auch weniger Sinn, nehme ich an. Weil wir haben hier auf dem Intercity 1 recht schnelle Züge. Da schnell schauen, dass der fährt 160 maximal. Das ist eine Einschränkung von der Loki. Und Einheitswege 2, die haben glaube ich nur 140 voll Max. Darum werde ich hier lieber keine EW2 drin tun, sondern auch später noch einen EW4 hinten dran hängen. Oder sonst etwas, das halt so schnell fahren kann, nicht dass wir hier langsamer werden. Wobei im Moment duckelt ja der Zug hier irgendwie einem anderen Zug hinten nach. Ihm hier am Regionalzug. He. Aber jetzt sollte der, haltet hier der Intercity, glaube ich schon, oder? Ja, der haltet hier auch. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn jetzt quasi hier dieser hier ihn hat abgewartet. Sodass der Schnellzug kann überholen kann. Aber das ist jetzt halt einfach nicht der Fall, leider. Und da kommt noch der Gegenzug. Wie sieht das hier so aus? Der ist halb. Der ist sogar weniger als halb voll hier. Ist das eine chronische Sache auf dieser Linie? Ja, tatsächlich immer so etwas halb voll und dementsprechend auch vom Gewinn her nicht ganz so hoch drin. Vielleicht sollte ich wieder mal ein bisschen Zeit investieren und eine Gewinnoptimierung durchführen auf diesen Linien, die nicht so viel Gewinn machen, wie sie könnten. Aber zuerst werde ich auch wirklich mal schauen, wegen dem Zeug, das ich hier noch im Depot habe. Ich habe ja hier jetzt, was habe ich hier? 19 Dreiachser, 3-3 Gestellwagen, ein A35, so einen Triebwagen, der 120 fährt, 3 Einheitswagen, 2 erste Klasse und 2 BC4. Einer davon ist erste Klasse, der andere dritte. Und noch so eine V100. Nicht gerade die grösste Auswahl. Aber man könnte theoretisch sagen, man nimmt so einen EW. So einen Erstklasse EW. Und man könnte den sozusagen deklassieren. Weil ich habe ja der Interregio und dort habe ich EW2. Und ich könnte jetzt von dem. Also EW2, jetzt bin ich gerade verwirrt gewesen, Moment. EW2 habe ich dort drin, als Erstklasswagen und der Rest, zweite Klasse, ist EW4. Ich würde jetzt vielleicht schauen, dass ich mal hier noch einen zweiten EW2 drin tue, von denen, die ich im Depot habe, und dafür einen von den EW4 rausnehmen, weil so viel braucht es dann gleich nicht. Und dann kann ich den dann anhängen beim Intercity 1. So macht es nachher natürlich Sinn. Und wir machen das schnell. Dann sind schon wieder ein paar Wege aus dem Depot raus und werden so eingesetzt, dass sie ein bisschen mehr Sinn machen. Wobei, jetzt muss ich schauen. Einmal, der ist zum Teil tatsächlich voll, nur der eine ist nicht ganz voll. Also wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn der ein bisschen mehr Kapazität hat. Und ich glaube, die EW4 haben auch ein bisschen mehr. Also eigentlich ja nicht, in echt, aber warte jetzt. Depot kommt dazu und der Intercity 1 hole ich auch noch gerade. Der müsste hier gewesen sein. Hier. Nehmen wir alles zusammen. Bearbeiten. Und jetzt schauen wir hier. Ich will mehr Wege im Intercity 1 haben. Da muss ich aber natürlich viel haben. Ui, was ist jetzt passiert? Mist. Da gibt es nicht schon wieder eine Blockade. Nehmen. Der kommt. Ah, das ist die neue Doppeltraktion. Der kommt nicht an dem hier vorbei. Und wieso?
Ist jetzt der schon... Ah, die müssen beide hier sein. Wieso eigentlich? Was sind jetzt das für Linien? Das hier, das ist der Regio 2. Der... Ist er wirklich schon immer hier? Nein, das ist doch nicht gedacht, dass der hier durchfährt, oder? Der fährt doch nur in die eine Richtung hier durch. Das ist sicher irgendwie falsch. Der ist hier Bendhof. Hier kommt er in beide Richtungen. Und hier geht er links durch. Kommt aber hier von rechts. Der hat hier Zahn... Aha, da ist das falsche Gleis drin. Aber das habe ich doch eigentlich noch geändert. Regio 2, Zahn hätte ich gern. Das Gleis 3. So, und jetzt ist wieder irgendeine Meldung gekommen. Ja, also einfach die gleiche wie vorher. Jetzt einfach noch eine Stunde. Aber jetzt wäre es dann eigentlich richtig. Oder? Moment, mal, der fährt Bendhof, Zahn, Bendhof. Also muss der hier kehren. Der ist das einfach noch nicht richtig eingerichtet gewesen. Jetzt aber nochmal hier. Hier muss ich jetzt das Problem lösen. Und zwar, indem ich den hier einfach zurückschicke. Da, Return to Sender. Der kommt jetzt sozusagen hier zurück auf die Linie. Und wird dann hier wieder richtig fahren. Wo ist der andere Zug auf dieser Linie im Moment? Der Blau. Der ist da oben. Was macht denn der da oben? Was ist jetzt mit dem wieder los? Wieso ist der da oben noch um die Kurve? Klar, die Mirage ist da früher gefahren. Vielleicht hat sie es ein bisschen vermisst. Aber der muss doch nicht dort sein. Hätte er nicht können kehren, weil er zu lang ist gewesen, oder was? Er ist hier durch, hier raufgefahren, nehme ich an. Und das auch... Oh, nein, nicht von Bendhof. Ist der von Zand? Dort durchgefahren? Hä? Also hier findet er ja ganz sauber den Weg. Das heisst, das ist ja kein Problem. Und hier wird es in dem Fall auch... Oh, ja, da hat es einen Weichen. Und dann, wenn er hier zu lang war... Der ist nicht so lang wie das Gleis hier. Das Perron ist viel länger als der Zug. Also bis zu der Weiche hier längt es locker. Also wie ist jetzt der dort raufgekommen? Das muss ich unbedingt wissen. Oder ist das einfach nur von vorher, weil es halt dort auch noch nicht richtig eingestellt ist, gesehen? Man weiß es halt nicht. Aber der fährt jetzt mit 127 Leuten hier im Zeug zusammen. Und ist das hier NPZ? Jo, das ist NPZ. Und der ist voll. Da haben wir ja noch ein bisschen mehr bestellt. Jetzt müsste ich mal schauen, wo die sind zwischenzeitlich. Hier der zweite, ist der schon im Einsatzgebiet? Ja, der ist schon da, wo er muss sein. Und jetzt 16 Leute dabei. Vielleicht wäre ein dritter Zug pro Linie gar nicht mal so eine schlechte Idee. Noch kommt noch der Gegenzug. Wie sieht es hier aus? Im Regio 5a. Der ist jetzt voll abgefahren. Und der hier. Er hat auch nur 17. Irgendwie ist so ein bisschen halb die Belegung. Wie ist so der Gewinn von der Linie gesamt? Wieso macht jetzt der wieder keinen Gewinn? Ist schon schwierig, mit einer Linie dauerhaft Gewinn zu machen, habe ich das Gefühl. Vor allem mit so einer Personenlinie. Wie könnte man hier Massnahmen ergreifen, um mehr Geld zu machen damit? Könnte ich mich jetzt theoretisch fragen, aber ich habe ja noch etwas anderes vor. Den kann ich mich jetzt ablenken wegen dieser Meldung hier. Ich habe ja hier noch etwas vor. Das ist natürlich die ganze Auswahl verstellt, die ich vorher hatte. Moment. Müssen wir da schnell orientieren. So, den Weg werde ich eigentlich auch mal schauen. Dann haben wir hier jetzt das Depot gehabt. Hier. Nachher durch Interregio und Intercity 1. Da und da. Also. Ich habe das Gefühl, es wird halt einfach nicht aufgehen. Ich habe nicht genug Wege hier. Ich glaube. Wie viele Züge auf dem Intercity 1? Ich glaube 4, oder? Ah ja, die 4 Prototypen dort. Und jetzt habe ich 3. Sorge zur Verfügung und EW2 fahre ich eben 140, das muss ich schnell schauen. Aber das macht eh keinen Unterschied, weil... Schnell hier schauen. Ah, oh, 140. Der RE44, der der Interregio zieht, kann ja eh nur 125. Wie sieht es mit denen aus? Die 120.
Bei BC4 habe ich auch noch ein paar. Und ich bin mir überlegen, ob ich vielleicht im Interregio einfach auch noch BC4 reinpacken soll. Weil dann sind die auch nicht mehr, die sie theoretisch könnten Gewinn machen. Also komm, jetzt nehme ich hier mal je Zug EIEW Dings 2. Der kommt näher logischerweise führen, weil es ein Erstklasswagen ist. So, zusammen zum anderen. Dafür nehme ich einen Zweier raus, beziehungsweise ja, einen von der Erstklasswagen, sagen wir jetzt halt, ist deklassiert. Das machen wir so. Und jetzt habe ich hier zwei schon mal in dieser Intercity. Da muss ich natürlich dann noch aufteilen. Und dann nehme ich hier noch so einen BC4. Noch einen Sprotzug, einen. So, und das ist jetzt hier. Einer ist, glaube ich, dritte, einer ist erste Klasse, oder? Schnell. Hallo. Dürfte ich hier? Ah, ist das mühsam. Ich muss immer ganz erkannt irgendwo drüber fahren. So, jetzt habe ich dritte Klasse und hier erste Klasse. Also, der Erstklassige, den nehme ich führen. Und der dritte Klasse, der bleibt hinten. Dann haben wir jetzt hier wieder unterschiedliche Garnituren. Das ist doch auch schön. So, und dann. Dafür kann ich wieder einen von den EW nehmen pro Zug. Und jetzt habe ich 4 EW freigestellt. Und die kann ich jetzt verteilen. Jetzt tun wir hier eben 4 zusätzlich. Jetzt kommen 3 rauf. So, sind ja glaube ich alles zweite Klasse wegen. He? Dort, dort und dort. Jo. So, so und so. Nachher hier. Voilà, voilà. Und bitteschön. Das wär's. Dann haben wir jetzt 5er Züge auf der Intercity 1 und hier ist es jetzt halt ein bisschen geändert. Ich weiss jetzt gar nicht, was die vorher hatten. Kann ja eigentlich so schauen, oder? 87 zu 84. Okay, das ist nicht ganz perfekt, aber ich habe... Aha! Ich hätte ja theoretisch schon noch Rollmaterial. Ich könnte jetzt sagen, einer von den Interregio bekommt noch den letzten EW und der andere bekommt einfach den Triebwagen hier. Das ist jetzt halt einfach dann nicht gleichmäßig in der Beschleunigung. Das ist klar. Aber mit dem muss man jetzt leben. Machen wir das so, er hier hat diesen und dafür nehmen wir hier noch den führen. Voilà, dann haben wir jetzt dort hier AAA, B und glaube C, oder? Ja. Und hier AAA, B und das ist auch OB. Also geht es eigentlich fast wieder auf. Aber es sind lustige Garnituren, würde ich sagen. Dann haben wir doch eine Kapazitätssteigerung. Und der eine kann einfach ein besser beschleunigen als der andere. Da müssen wir damit leben. So, dafür haben wir jetzt ein bisschen etwas aus dem Depot rausgeholt. Da hätte ich eigentlich nicht müssen doppelklicken. Jetzt habe ich den hier machen, stimmt. Was jetzt noch übrig war, sind einfach 3 Achser und Sonnenlocke und Sonnenlocke. Also die V100. Eigentlich sollte ich die V100 einfach mal verkaufen, die brauche ich eh nicht. Ausser ich habe in der nächsten Zeit vor, noch eine Güterlinie zu machen oder so. Oder vielleicht mit diesen drei Wegen noch eine neue Linie auftun, irgendwo. Könnt ihr mal schauen, ob ich die drei hier mal in die Spanische Brötlibahn tanken könnte. Weil dort haben wir ja schon von denen. Und in der letzten Zeit ist, glaube ich, der Bedarf auch ein bisschen gestiegen, oder? Ja, nicht unbedingt. Also ich glaube, hier haben wir schon mehr als genug Kapazität im Zug. Da müssen wir jetzt nichts ausbauen. Und dort schiebt sogar noch einer von diesen Triebwagen mit. Das ist schon mal nett. Ja, und da fährt jetzt eine coole neue Intercity und der ist schon wieder voll. Siehst du jetzt, das war also noch eine gute Sache gewesen, dass wir das haben erweitert mit diesen EW4. Und jetzt schnell überlegen. Gibt es hier sonst noch etwas zum Optimieren? Oder habe ich generell vielleicht noch immer langsame Züge, wo man 3-Achser reinklepfen kann? Oder sollte ich jetzt mal eine Razzia machen und sagen, die 3-Achser die kommen jetzt einfach alle miteinander fort? Ich glaube, das könnte ich eigentlich machen. Oder sagen wir, beim nächsten Fahrzeug, das interessant ist, das ich freischalte, hole ich die 3-Achser einfach raus und kaufe dafür wieder neue Fahrzeuge kaufen, weil die 3-Achser die haben wir jetzt einfach schon lange und die sind ja einfach veraltet. Das Datum ist ja ist pausiert, dann lohne ich das vielleicht noch gerade an. Dann kommt dann sicher gleich irgendetwas raus. Ich werde noch schnell schauen,
wegen der Dampflinie, die ich eingerichtet habe, letztens mit der neuen Strecke, die ich für das gebaut habe. Wo war jetzt die? Bist du da weiter hin? Ich glaube, da noch immer angekommen, oder? Ja, genau, da, man sieht es einfach fast nicht. Dort sollte ja ein Zug eigentlich hin und her pendeln. Ist der im Moment hier? Nein. Aber der fährt auch noch weiter eigentlich. Das heisst, der ist... Ah, da ist er jetzt gerade. Der hat 7 Leute mitgenommen von hier. Und dafür warten sie alle via Brinkum auf Regio 2. Und die wollen ja alle auf Brinkum. Das ist hier hinten. Das ist natürlich die Grossstadt. Das ist klar, dass die hier alle her wollen. Und da wiederum ist der Intercity 2 sehr gefragt. Also wäre es vielleicht auch gescheit, dort mal ein bisschen zu schauen, dass wir mehr Fahrzeuge haben. Und hier ist auch der Regio 2 extrem ausgelastet. Der Regio 2, ja. Die Fahrzeuge, die wird die wahrscheinlich auch schon gleich mal ablösen. Ich würde sagen, die nächste Fahrzeuggeneration wird die auch hier einsetzen. Und dafür nehme ich die hier und packe die noch jemand anders her, was sie noch braucht. Und dann kann man sie dann vielleicht wieder aufteilen, falls nötig oder so. Es sind einfach 4 Züge und je 2 passen zusammen. Also, nachher, was habe ich hier gehabt? Wie sieht es denn hier aus? Eben, Bendhof hier nicht so viel. Und wenn man hier raufgeht, auf dem Endbahnhof hier oben, wie viel wollen die Regio 8 nehmen? Ja gut, immerhin 60. Also das ist dann auch wieder nicht schlecht. Wo ist er jetzt gerade? Dort. 102 hat die Kapazität. Also muss ich dort auch keine 3-Achsen drin tun im Moment. Das habe ich eben zu kurz überlegt, aber nö, muss ich nicht. Wie ist das auf unserer Schiffslinie? Da habe ich ja irgendwann mal neue Schiffe gekauft. Und sind jetzt... sind die gut? Sind die... gebraucht, ausgelastet. Die Linie die macht auch ziemlich Gewinn, das ist gut. Und wie sieht jetzt das aus? Der wartet, bis er voll ist, oder was? Habe ich das so eingestellt? Das könnte sein, he? Ich tue das schnell ändern, dass die immer abfahren. Und dann heisst das, dass ich in diesem Fall auch zu wenig Öl habe, hier. So, das umstellen. Und jetzt wird er in dem Fall auch gleich abfahren. Jo, los geht's. Oder? Mal, es bewegt sich, glaube ich, ganz langsam. Ja, jetzt ist es abgelegt. Gut, und ein bisschen Öl ist schon wieder am geladen werden. Woher kommt jetzt das Öl genau? Das wird hier raffiniert. Wo kommt dann, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Lastwagen eben nicht hierher, sondern hier? Das ist ja der Oil 2, der hier einfach so ein bisschen als Shuttle fungiert, nehme ich an, oder? Ja genau, der bringt das einfach hier rüber. Ist hier ein Problem mit der Anlieferung vom Rohöl? Jetzt ist wieder ein Moment auch nichts da gewesen, nehme ich an. Oder ist das einfach das Maximum? Nein, es ist ja nicht das Maximum. Also es ist wahrscheinlich das Rohöl, das nicht genug angeliefert wird. Zeig mal. Hier ist jetzt die Kapazität von 207. Dort warten so viel. Ja, das ist wahrscheinlich schon ziemlich abgestimmt. Also bis der Zug wieder hier ist, wird es auch nicht über 207 sein. Denke ich. Also müssen wir da nicht irgendwie verlängern oder so. Und die sind auch eher am Maximum. Ja. Die haben 400. Und dementsprechend ist das logisch, dass wir hier... was haben wir jetzt hier? Aha, wir haben aber 265. Wie können wir das... es müssen eigentlich 200 sein. Ah nein, weil ich glaube, hier kommt noch Rohöl mit. He? Ja, genau. Sind die da gerade durcheinander durchgefahren? Ja, toll. Müssen wir vielleicht auch noch Waypoint setzen, jetzt wo es schon geht. Der bringt auch Rohöl, und zwar, weil... Der nimmt es ja hier unterwegs noch mit, genau. Und da gibt es noch extrem viel. Ich könnte vielleicht noch eine zusätzliche Schiffslinie fahren, einfach von hier nach hier. Wo doch ein bisschen Abhilfe schafft. Ich hoffe, das Spiel wird das gut interpretieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Zeigen muss ich schnell schauen. Raw Oil irgendetwas, das haben wir da schon für Linien. Das wäre jetzt 6 in diesem Fall. Machen wir das mal von hier nach dort. Voilà. Raw Oil 6. So. Und dann würde ich jetzt eins von diesen Schiffen, die jetzt hier die ganze Zeit am Warten ist,
gesehen oder so. Einfach auf die andere Linie tun. Er ist jetzt, ja gut, hat jetzt ein bisschen Öl dabei, aber das können wir jetzt entbehren. Ich tue, jetzt kann ich nicht dort machen, muss hier drücken. Ich tue den jetzt auf Draw Oil 6. Der verliert jetzt halt die 21 raffinierten Öl, aber das kann man jetzt wirklich entbehren. Der hat ja nur ganz wenig geladen, weil jetzt die anderen vordran schon alles haben genommen. Der zum Beispiel und der hat auch nur noch 21 bekommen. Das ist der, glaube ich. Oder? Ja, weiss doch auch nicht. Nein, der ist jetzt Raw Oil, Moment. Wieso fährt jetzt der schon wieder hierher?